So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder hier mit Let's Play Final Fantasy 13 2, dem dritten Bonuspart hier mit der Seth-Story. Und ja, wir sind jetzt hier gerade mitten in einem ziemlich intensiven Pokerspiel, bei dem wir jetzt eigentlich ja schon bereits hier zwei Aussteiger haben, also die jetzt überhaupt nicht mehr mitmachen. Don und Elsa, die machen jetzt überhaupt nicht mehr hier mit und jetzt ist es nur noch ein reines Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Seth und dieser Rogue hier. Und wir werden einfach mal hier ein bisschen durchziehen. So, und wir haben hier gleich sogar eine echt kacke Hand hier am Start. Aber na gut. Wir können aber trotzdem eigentlich ja noch das Beste draus machen. Immerhin, wir sind der Dealer jetzt gerade. Und das kann ja vielleicht was heißen. Und oh Gott, wie sieht die Animation bei Seth aus? Oh shit. Okay, sie steigt aus und ich gewinne. Alles klar. Ging ja noch gar nicht mal so richtig los und ich kriege hier schon bereits hier durch Ausstieg jetzt einen Sieg rein. Einfach kein Glück. Nee. Da gehe ich diesmal raus, weil das war nicht so gut. Okay, 7 und 9. Auch nicht so gute Hand, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Ja gut, dann werde ich mal einfach erhöhen. Abwarten. Gut. Das sieht nicht schlecht aus für mich gerade. Ich nehme, was ich kriegen kann. So sieht's aus. Da hätte ich ja gleich lieber All-In gehen sollen. Dann hätte ich vielleicht sogar jetzt schon was rausgeholt. Aber nee, ich warte lieber erstmal ab. Hm. Sehe ich auch so. Da bin ich dabei. Ich mach mit. Ja, so leicht lasse ich mir aber nicht die Karten gucken, Süße. Das kann vielleicht was werden. Ich mach mal einen Einsatz. Ja, gut. Mhm. Ich auch nicht. So, was haben wir hier? Okay, das sieht nicht schlecht aus. Mal sehen, wie das jetzt eigentlich aussieht. Na gut, ich warte erstmal auf den Flop und dann werden wir sehen, was da kommt. Hm, oder ich werde einfach mal wieder mal ein bisschen bluffen. Okay, sie wird nervös. Und ich? Könnte ich noch etwas Zeit haben? Das werden wir mal sehen. So, Turn. Okay, das ist schlecht. Ja, vielleicht sollte ich da lieber rausgehen. Ich werde nochmal einen Einsatz machen. So, River. Okay, nicht schlecht. Wir haben aber nichts auf der Hand. Was mache ich jetzt? Ich könnte All-In gehen. Dann habe ich vielleicht sogar noch einen geringen Mindesteinsatz übrig. Aber wenn ich das jetzt irgendwie verbocke... Nein, ich riskiere das nicht. Ich gehe raus. Okay, das sieht schon mal ganz interessant aus. Sind zwar leider nicht die gleichen Sortenkarten, aber mit dem Ass könnte man vielleicht was reinmachen. Okay, ich gehe mit. Wenn wir sehen... So, was haben wir? Hm, okay. Das ist wahr. Ich schiebe. Okay, Turn. Dammit, okay, wir haben ein paar auf der Hand. Okay, das kann an mich gehen. Ich schiebe aber trotzdem nochmal. Check. Okay, das sieht super aus. Also mit etwas Glück. Können wir da was machen? Ich werde einen Einsatz machen. You get to choose your own fate. Even this one the chance. Sure, I'm in. Ich gehe mit. So, dann wollen wir mal schauen. Ich habe ein Pärchen auf dem Hand, auf dem Feld. Und du? Zwei Paare. Okay, schade. Das war natürlich Pech. Hm. I read way, way off. Don't blame me if you lose. Ja, da lagen wir wohl echt daneben.
Ah, mal sehen, wie es jetzt wird. So. I know you want me to call. I think I've got a shot. Gut, dann mal los. Ich werde mal ein bisschen erhöhen. Go ahead and fall. No one will blame you. I think I'll stick around. Alles klar, Einsatz. No big loss. Gut, alles klar. Wir gewinnen. Das hätte für uns sowieso gut laufen können. Wir hatten schließlich ein paar drauf. Also, warum nicht? Das sieht ja gar nicht mal so schlecht. Oh, yes. Those are some cards. Na schön. Ich werde da sogar noch mal ein bisschen noch was draufsetzen. Can you keep up? Gut, komm schon. Gut, sie geht mit. Okay. I'm all over this round. Age comes patience. Can I have some time? So, doch mal turn. Ah, sehr gut, da ist ein paar auf dem Feld. What to do? Aber nichts, was ich jetzt irgendwie da machen könnte, obwohl die drei könnte was bringen. Ich könnte all in gehen, aber nee, das lasse ich. Ich schiebe. Let's see how this plays out. Who's going to win this hand? Werden wir sehen. Okay. Let me think now. Ich setze einen Satz. Ich mache einen Einsatz. The more coins, the better. Here goes. Okay, und ich gehe mit. Und dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Wir haben ein paar auf dem Feld. Aber sie zwei. Verdammt! Okay, das war schlecht. Can't keep this grin off my face. Aber es macht Spaß. Also es ist lustig. Also ich finde Pokern geil. Muss ich schon mal sagen, das gefällt mir sehr gut. Ask nicely. Things are looking up. Mhm. Yeah. Call that, why don't you? Mind if I join you? Absolut nicht. No big loss. Okay. Gut, sie steigt aus. Ja, wir haben gewonnen. Auch wenn ich jetzt eigentlich selber gerade dabei war auszusteigen, aber naja. Oh, Hallöchen, was lächelt mir denn da entgegen? Zwei. Maybe I'll sit this one out. Meinst du? Nein, wir machen mit. Okay, call. I can't decide what to do. It's not time to make my move. Dann nicht. Okay. Leaving this one to chance. Mhm, okay, ich denke mal, das ist für uns eigentlich ja ziemlich gut. Ja, ich werde einfach nur einen Einsatz machen, das würde schon reichen. Ja gut, dann mal los. Lass uns etwas Spaß haben. Here goes. Just watching, wait. Nee. Erstmal abwarten. Who's going to win this hand? Werden wir ja gleich sehen. Okay, das ist gut. Also eigentlich könnte ich das tatsächlich jetzt hier reißen, denn... Ich riskiere es einfach mal. Alles oder nichts. All in. I need a stroke of luck. This is where it all begins. Dann mal los. Wir haben den Drilling am Start. Was hast du? Full House. Das war mies. Alright, alright. You got me. Tja, das war Pech. Wenn ich das geahnt hätte, die hatten Full House gehabt. Dachte eigentlich, ja, mit dem Drilling könnte ich ja gewinnen, aber das war natürlich schlecht. Pokerspieler erhalten wir eine Jubelmünze. Gut. Für hintereinander gewonnene Spiele erhältst du als Siegesprämie Jubelmünzen. Naja, oder eine. Ja, für die Siege in All-In-Spielen erhältst du als Siegesprämie eine Jubelmünze. Genau. So, wie viel habe ich jetzt eigentlich erhalten? Eigentlich hat drei Stück bloß. Naja, ist nicht gut gelaufen, aber immerhin... Wir haben ja nicht so viel eingesetzt, deswegen ist es ja nicht so tragisch. Tja, gut, so viel also dazu. Ich werde jetzt einfach mal das Casino verlassen und mich mal ein bisschen draußen umschauen. Also ich habe jetzt eigentlich alle Spiele gezeigt. Blöd ist es ja nur, dass ich das letzte Spiel jetzt total in den Sand gesetzt habe. Aber das war wirklich echt nicht so gut. Naja, gut, da werde ich einfach mal aufscreen weiter spielen, bis ich dann die nötigen Münzen habe. Wie gesagt, also ich muss ja mindestens... Soweit ich weiß, 30 Jubelmünzen zusammen haben, damit ich ja dieses Kapitel hier beenden kann. Hi. I'm very sorry, but these races are only open to people who have their own chocobo to register.
Oh, okay. Den haben wir ja leider nicht dabei. So, was ist mit dir? Der sieht ja irgendwie auch ein bisschen kaputt aus da. Egal. Warte mal, mit dir kann ich auch noch reden. Was hast du zu sagen? Card games are now part of the casino's amusements. Check out the building with the slot machine sign. Ja, okay, wissen wir ja schon. Wir haben ja schon bereits ein bisschen gezockt. Aber, naja gut, wir haben uns ja nicht allzu schlecht geschlagen. Ich meine, anfangs lief es natürlich ja ein bisschen blöd. Dann allerdings wurde es ja dann wieder etwas besser. Wir haben erstmal eigentlich ja dann zwei Typen hier ausgenockt, zwei Spieler ausgenockt und dann, ja, beim letzten leider kläglich gescheitert. Das ist natürlich nicht so toll. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ich denke mal, ich spiele nachher tatsächlich nochmal eine so eine Runde. Um zu sehen, dass ich tatsächlich ja jetzt hier die Münzen zusammenbekomme. Und, hi Chocolina, was machst du denn hier? I've missed you oh so much. You and your hairdo haven't changed a single bit. Do I know you, miss? You haven't forgotten me, have you? Oh, I bet you're just trying to ruffle my feathers. Anywho, let moi tell you how we know each other. Ready for this? You know, I don't really think I have time for all of this right now. People know me as the Choc-amazing Chocolina. I'm the most chocorific time-traveling trader in the whole wide world. Have you really forgotten who I am? Well, you are at the intersection where events from the past lead into events from the future. To put it simply, I need your help and you can't say no. So what do you say, huh? Please? Huh. In that case, how about no? Das ist fies. Komm, hör dir wenigstens an, was sie zu sagen hat, Mann. What? You'll help me out? Oh, you're so sweet. Like a big old rotten tomato. Yeah, you might want to get that palate checked out. Something horrible has happened. I've decided to call it a horribly unfortunate event. The case of the missing Chocobo chicks. It's your duty to search the entire casino. Bring all those wayward little chickies back safely. Chase them, negotiate with them, soothe them, win them over. Do whatever it takes. Bribe them if you have to. So you want me to find the Chocobo chicks and return them to safety? Why you take so long to get to the point? So, how do you want to respond? Of course, my princess, or as you wish. Yeah, I think I'll go with, ugh, if I really have to. I have a soft spot for kids in. My son's missing, so I know how you feel. You're still as kind as I remember. Huh? Okidokidoo! Ready, set, search! Okay, okay, dann kannst du mir ja hoffentlich was erzählen. I heard through the grapevine that a poor little chickie was wandering around the building where they hold the Chocobo races. Save him! Okay, finde die Chocobo-Küken. Ja, das ist eigentlich auch sogar eine der Hauptquests hier in diesem DLC. Chocolina kann dir Hinweise über den Verbleib einiger Chocobo-Küken liefern. Suche ihren Rat und finde die Küken. Okay. Das erste hat sie uns ja schon verraten. Es ist in der Nähe der Rennbahn. Da werden wir also gleich mal als erstes reinschauen. Ich meine, die Rennbahn selber kann ich ja nicht, aber vielleicht ist das Küken ja irgendwo hier außerhalb. Let me think. So, was haben wir denn da? Und da sehe ich auch sogar schon was. What's that? Could that be? Genau, das könnte es. Hi. Das Chocobo-Küken schaut sich verträumt sein flauschiges Fiederkleid an. Okay, das kleine Chocobo-Küken scheint in der Gedanken versunken zu sein. Was sagst du zu ihm? Du hast hübsche Federn. Wie er mich anstarrt. Er ist in mich verliebt. Das Küken folgt zuerst, um noch mehr von seiner Schönheit zu zeigen. Gut, Dialog-Trigger-Bonus, 100 Casino-Münzen erhalten. Den eitlen Haute als Gefährten gewonnen. Erstattet Chocolina Bericht, sobald du ein Küken gefunden hast. Womöglich hält sie eine weitere Information für dich bereit. Doch, komm mit, komm, 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 Küki, komm, Küken. Immer schön mitkommen. Das folgt mir ja jetzt zum Glück immer noch. So, und da steht's ja auch. So, den alten Haultee bei Chocolina abgeliefert. You are not only chocorific, but afrorific. This is the least I can do. Gut, wir bekommen eine Jubelmünze von ihr. Okay, wie geht's weiter? Hey there. Do you want to hear some super duper top secret information? Na klar, raus damit! Über das sich versteckende Küken. Everyone wants to be alone sometimes. Rumor has it that one of the chicks was seen in a secluded spot, away from the crowd. Now what are you waiting for? Go look for the poor guy! You know, you can be a little intimidating. Why not have a chocobo chick follow you around? That'll surely lure out the others.
Warum eigentlich nicht? Los, komm mal mit, du Kleiner. Du willst doch bestimmt auch wieder mit ein bisschen mitlaufen, oder was? Ja, gut. Das nächste Küken, also fernab der Menschenmassen, also da fällt mir jetzt gerade nur eine Stelle ein, die mir jetzt da so in den Sinn kommt. Und das ist diese hier. Und da sehe ich auch tatsächlich was. Lass mich mal durch. So, da bist du. Das Küken versucht den Blickkontakt mit Seth zu vermeiden. Was sagst du zu diesem schüchternen Schokobo? Ja, einfach keine Angst haben. Oder was? Brauchst du dich nicht zu träumen. Ja, das Küken kehrt sich und flieht in seine imaginäre Welt. Okay, das war schlecht. Und weiter? Er scheint so als... Ja, er scheint sich vor Scham verstecken zu wollen. Warum kommst du nicht mit mir, Kleiner? Das Küken findet Trost in Seths zottliger Afrofrisur. Jawohl. Den introvertierten Sloth als Gefährten gewonnen. Yes. Den haben wir jetzt dabei. Cool. Tja, wer mag diesen Afro nicht, hä? Huh? Das ist echt der beste Ort für einen Küken. So, was ist mit dir jetzt? So, den introvertierten Sloth bei Chocolina abgeliefert. One step closer to completing Operation A Horribly Unfortunate Event. The case of the missing Chocobo Chicks. Gut, wir bekommen nochmal eine Jubelmünze dafür. So, und weiter. Do you want to hear some super duper top secret information? Ja, klar, raus damit! Über das vandalierende Küken. Even if you don't think your efforts are making a difference, as long as you have a goal, a purpose, you need to keep trying. Try and make sure not to cause a racket, especially in public places. Like the Chocobo Chicks, they're running around the casino causing mayhem. Do something! Okay, das mache ich ja dann schon. Na, super. Irgendein Chocobo-Küken randaliert hier also im gesamten Casino herum. Na, ob wir das noch wiederfinden, wird sich ja gleich zeigen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und... Ja, oh, da ist es ja. Ich hab dich. Das Chocobo-Küken rennt ungestümt in der Gegend herum. Es rennt Richtung Kartentische. Bleib stehen! Komm zurück! Goddammit, ist das Teil flott. So, da ist es. Oh, ups. Nein, will ich nicht. So, ich hab das Küken. Das Schokobo-Küken rennt wie wild in der Gegend herum. Es rennt davon. Ey, warte! Bleib stehen! Küken, komm zurück! Mann, ist das Ding schnell. Mann, Mann, Mann. Diese Küken sind echt anstrengend, kann man nicht anders sagen. Ready, go! So, wo ist es jetzt hin? Ah, warte mal, ich glaube, ich kann mir schon denken, wo es ist. Da ist es. Ich hab dich. Das Schokoküken tollt wie besessen in der Gegend herum. Es rennt Richtung Rennbahn. Na, warte. Dich kriege ich noch. Komm her, du aufgeschreckter Vogel. Jetzt habe ich dich. Das Schokoküken ist am Ende seiner Kräfte. Es scheint Seth als seinen Meister anerkannt zu haben und wird ihm in Zukunft auf Schritt und Tritt folgen. Den wütenden Wrath als Gefährten gewonnen. Gotcha! Cool. Gut, jetzt haben wir also jetzt drei von den Vögeln hier am. Ja, an der Backe. Na gut. Warum eigentlich nicht? Wenn ich mich jetzt sogar richtig erinnere, waren es, glaube ich, insgesamt 5 Küken, die wir ja finden müssen. Man ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Gut, den wütenden Wrath abge. Liefert. You can do anything you put your mind to. Gut, nochmal eine Juwelmünze erhalten. Schaut weg und lächelt verschmitzt. Zurzeit liegen keine Informationen vor. Versüße dir derzeit an den Kartentischen und komme später wieder. Okay, wie du willst. Ich glaube, ich muss eine bestimmte Mindestanzahl haben an Juwelmünzen, damit ich das mit den Küken weiter fortsetzen kann. Naja, warum eigentlich nicht?
Heißt also im Klartext wieder, ich darf wieder etwas pokern. Und ich denke mal, genau das mache ich jetzt auch gleich. Wenn auch nur jetzt hier so ein bisschen offscreen. Denn, ja, die Paarzeit ist ja sowieso wieder rum und deshalb, ja, will ich euch nicht noch einmal mit Pokern hier langweilen. Also, ich weiß ja nicht, wie interessant ihr es jetzt so fand, aber ich fand es auf jeden Fall sehr toll. Aber trotzdem, ihr habt es ja schon bereits einmal gesehen, deswegen, ja, erspare ich es euch noch einmal. Ja, und ihr, naja, ihr könnt ja gerne zuschauen, vielleicht lernt ihr noch was dabei. Obwohl, jetzt seid ihr eigentlich ja viel zu jung, um zu spielen. Also zumindest solche Spiele zu spielen. Egal. Also Freunde, das war's dann mal wieder hier mit Final Fantasy 13.2. Beim nächsten Mal dann, ja, werden wir hoffentlich so weit im Spiel vorangekommen sein, dass ich dann die Handlung hier abschließen kann. Also wie gesagt, ich werde jetzt hier einfach nochmal ein bisschen hier an den Kartentischen zocken, um jetzt hier nochmal neue Jubelmünzen zu kriegen. So viele ich kann. Also ich denke mal, ich muss sowieso alle 30 irgendwie zusammenbekommen und dann haben wir es. Gucken wir nochmal. Also ich habe jetzt insgesamt 7 Jubelmünzen, das heißt 23 brauche ich ja noch mindestens. Aber ich denke mal, die kriegen wir schon irgendwie zusammengekratzt. Also dann vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!